Alle Morde wurden aufgezeichnet. Ja, vielleicht. Wahrscheinlich böse Kommentare dann kommen, warum wir irgendwie alles abknallen, aber ich meine. Ja, Bandit. Ja, ich markiere das Video halt als Bandit und gut ist. Ja. Wir müssen an der Stelle mal erwähnen, ja, ich meine, wir hatten ja eigentlich den moralischen Hintergrund, dass wir irgendwie Leute, die halt keine Waffe haben, in Ruhe lassen, oder auch selbst Leute mit der Axt. Aber nachdem wir jetzt hier irgendwie in Brezino war es, glaube ich, hier gewesen, ja, dann auf einmal der Axtmörder irgendwie auf Tee gegangen ist, da ist jetzt auch dann Schicht im Schacht. Keine Gnade. Fuck. Ah, nein, ist ein Zombie. Puh. Fuck, ich bin schon gedacht, ich laufe da jetzt in jemand mit einem violetten, also Splatter rein. Wo bist du jetzt aktuell? In dem Wald mit dem Hügel. Ich sehe dich, Ruby, ich bin links von dir, ungefähr 100 Meter links von dir. Ich bringe aber was mit, gell, das muss ich bewusst sein. Okay, das heißt, Tee, du musstest jetzt gleich über den Hügel hier kommen. Ah, ich sehe dich, ja. Genau, ja. Ich bin im Wald genau gegenüber. Bei der Hütte? Ja, bei der Hütte. Oh, ja. Ich sehe schon. Ruby, machst du das mit der Axt oder soll ich den da clearen? Na, ich mach schon. Okay, gut. Ja, wart bis er im Wald ist. Ja. Dann also schauen wir mal, ob wir ihn ablenken können durch die Bäume. Weil ich schau schnell, ob es da Loot gibt, weil nachdem er gerade restart war. Der ist stehen geblieben, der hat keinen Bock mehr auf uns. Genau. Ja, aus der Sicht gelaufen, passt. Ja, dann würde ich sagen, laufen wir Richtung Flughafen. Direkte Route oder? Ist die Frage, ob jetzt mit dem Restart gibt Loot, also ja, alles. Ob wir dein Schiff auch gehen sollen nochmal für Verpflegung oder sollen wir direkt, weil im Endeffekt hast du hier keinen Rucksack, das ist ein bisschen schlecht. Wir können doch schnell nach Brezino zum. Oh Gott. Nein, zum Ding. Du willst nicht zur Baustelle, oder? Ja. Ja, der Zombie kommt wieder da. Zwei Zombies. Ich mach den linken. Bring ein bisschen was mit. Ich mach den linken jetzt. Boah, die Sonne ist so finster. Also, was ist finster? Die blendet übelst. Okay, nee, also Brezino haben wir zumindest den garantierte, also fast garantierte, ja, große Rucksackchance. Ja, aber wo bei Flughafen auch, wenn das alles gerespawnt sein sollte. Ja, dann lass uns dorthin sprinten. Also, dann gehen wir direkt. Ach, Sekunde. Ich kann ja jetzt nicht vorgehen, also blöd. Oder wir können ihn als Lockvogel einsetzen, das geht auch. Das geht schon, wir geben Deckung. Wir geben Geleitschutz. Mr. President. Er zoomt nur gerade nicht richtig. Den ersten Airstrip, gell, der nördlich von uns ist. Leicht. Du hast die Augen zu? Bleib mal stehen, T. Bei mir sieht es so aus, als hätte die Augen zu. Ja, bei der Sonne, kein Wunder. Na, bleib mal stehen. Bleib doch mal stehen. Lass dich mal sehen. Du durst doch langsam. Die sind die Augen zugewachsen. Ja, hallo? Komm, Spieler. Nee, ein Zombie. Was, erschreckt mich doch nicht so. Machst du oder so ich? Nicht schießen, bitte. Wir wollen jetzt nicht direkt für irgendwie alle Spieler haben. Achtung. Hat er dich noch erwischt? Nein, okay. Ja, dann würde ich sagen, ab mal zum Airstrip und dann von dort aus weiter zum großen Flughafen, oder? Ja. Na, Airstrip soll definitiv was haben. Ich habe mich gerade etwas erschrocken. Ja, ich glaube, so viele Action hatten wir für die letzten 4 Wochen nicht, oder? Weil wir sind ja auch dem Ganzen entgangen, aber jetzt, das ist schon nicht schlecht. Mein Charakter hat gerade entweder nur Sprinten oder Gehen drauf. Ich höre noch einen Zombie. Das Soundbug. Haben wir einen Umschaltknopf für Gehen? Zweimal nach vorne, W-Taste sollte gehen, oder nicht? Dann ist Sprinten. Okay. Aber ich kann mal rechte Maustaste einmal antippen. Nee. Grundsätzlich ist es Umschalttaste. Ja, ich weiß, aber der macht da gerade gar nichts. Ja, aber lass mich reloggen. Dann relog mal kurz. Ich gehe in Deckung kurz. Ich esse was. Ja, da sagst du was, ich esse auch fix was. Okay. Bin da. Und kann wieder normal gehen. Wie einfach diese, keine Ahnung, Cornflakes durch die Gasmaske ist. Die Schweine haben übrigens mein Reis geklaut, gell? Also um ihn technisch gesehen. Ja, das geht ja mal gar nicht. Ja. Hallo? 3 Packungen Reis, ja? Du hast 3 Packungen? Ja, schon. Oh Mann, ey.
Jahresvorrat oder wie? Hast du was gewonnen? Aber es ist sehr praktisch, sehr cool, dass du direkt bei uns in Indie gespawnt bist. Ja, absolut. Wenn das Server Restart nicht kommen wäre, hätte ich alles wieder bekommen. Ja, dann lass uns mal sprinten, oder? Jo. Nützt man das mal aus, solange noch hier keine anderen Spieler sind. Nein, man weiß ja nie, wo sie sind. P. Okay, es sind schon ein paar. Sieht aus, als würden wir dich jagen, P. Ich kann ja um Hilfe schreien. Ja. Help, help! Wir inszenieren das jetzt. Wieso sehe ich nur einen von euch? Weil deine Augen zu sind. Das ist ein Witz, deine Augen sind zugewachsen. Das hat ein bisschen was von meinem Hamster früher. Ich hatte mal früher, muss ich die Geschichte jetzt mal erzählen, ja? Früher hatte ich meinen Hamster als Haustier, ja, und der ist so elendig gestorben, ja, nach 5 Jahren, weil irgendwie lange leben Hamster eh nicht. Direkt, und ja. Dem sind die Augen zugewachsen. Das ist zwar voll grauenhaft. Nein, man hat den Bauch aufgeschlitzt und das hat sie entzündet, also ja. Ja. Also nur die Haut. Du hast auch einen Hamster oder was? Ja, sicher. Hallo? Das ist ein Standardhaustier anscheinend. Das ist absolut. Das ist das Beginnerhaustier. Ja, genau. Starterkit. Starterkit. Das Pet Starterkit. Ja. Ich hatte nur Häschen. Sind denen auch die Augen zugewachsen? Nein. Aber es war dann am der auch ziemlich eklig. Beziehungsweise sehr unschön mit anzusehen, haben wir dann einschläfern müssen, weil mein Häschen hat dann einen Gehirntumor bekommen. Okay, ja. Deine Bewegung sieht gerade sehr spektakulär aus, Ruby. Das ist unglaublich. Ja, guckst dir doch mal an, ist der Wahnsinn. Achso, ja, dieses, ich hab Flühe oder Ungeziefer an mir, ne? Ja. Dieser Bug. Zuckende Waffe. Ja. Boah, Tee ist so schnell, ey. Wir sind voll die Rentner. Ja, yeah. Sorry, ich keinen Rucksack drauf habe und wenn du die halb verdurste. Brauchst du was? Nee, passt schon. Das geht noch. Dein Defi, hat der eine Batterie drin? Na, sagen wir so, ich habe bei unserem letzten Gespiel. Ich weiß, eingeladen. Ja. Ich weiß aber nicht, ob das funktioniert, weil vielleicht müssen mehr Batterien rein. So eine 3x8 Volt, keine Ahnung. Ich habe die Taschenlampe mal weggeworfen. Das Achso. Ding brauchte keiner. Also die Batterie habe ich noch. Ich hätte auch noch eine Batterie. Jetzt müssen wir nur finden, dass alle auch einen grünen Rucksack für dich finden, sonst ist es wieder tricky. Korrekt. Ah gut, wenn die Army Base sollte ja hoffentlich leer sein. Ansonsten lässt sich sicher jemand auftreiben, der bereitwillig seinen Rucksack fallen lässt für uns. Ja, bestimmt. Wird's dunkel gerade? Nee, die Sonne ist noch da. Also wenn ich mich umdrehe, werde ich blind. Also es ist schon später, ja, aber... Ja. Bisschen weiter links. Links und rechts. Man sieht ja von hier sogar das Wrack da unten. Ja, in weiter Ferne, ja. Ja, nett. Aber wir müssen das echt mal ein bisschen austesten, weil irgendwann, wenn wir wieder ein bisschen mehr Munition haben, über die welche Reichweite. Entfernung man genau, ja. die Zombies erschießen kann oder generell Spieler, weil das ist ein bisschen tricky so. Ja, vor allem, also was ich festgestellt habe, ich habe ja auf den violetten geschossen, als er entlang gesprintet ist, übers Feld. Ja. Ja. Die Kugeln sind schon neben ihm eingeschlagen, aber genau ist die M4 halt nicht mehr. Ja. Da könnte man sich fast überlegen, dass man vielleicht eine Mosina mitnimmt. Mosin mitnimmt. Also schlecht ist es sicherlich einfach. Nicht, also wie gesagt, der hat mich da gut in Schach gehalten. Also hätte ich den Baum vor mir gehabt, dann wäre ich ziemlich im Eimer gewesen. Ja, und ich erinnere dich daran, was passiert ist, als wir das erste Mal bei der Lamba Mill waren. Da war es ja auch ein Schuss und du warst bewusstlos, also... Na, ich war ja mit der weniger tot schon direkt. Also ja, genau. Es war ja innerhalb von 3 Sekunden, also erst mal bewusstlos und dann 3 Sekunden später war ich tot. Ja. Das war übel. Von dem her. Und wir haben gesehen, wie lang der Typ gesprintet ist mit der... Also auch die vorhin, mit den M4-Kugeln im Bauch. Ja, das ist übel. Also, also wirklich Leute erschießen kann man wirklich nur dann effektiv, wenn sie irgendwie gerade am Looten sind. Also in der Bewegung triffst du die kaum. Man weiß nicht, ob man voraimen muss oder direkt auf ihn, weil ist ein bisschen tricky. Ja, kann ja mal Zielübungen machen, also nur austesten halt. Ja.
zum Hinterland irgendwo, eine Ruine oder so. Genau. Seid ihr noch in meiner Nähe? Ja. Sind hinter dir. Aber es sieht lustig aus, also wie das, wenn ihr euch mal das Video dann später anguckt, wie ich dann hektisch nachladen will und mich dann dreimal nach rechts rolle. Und ich wundere, warum lade ich nicht nach. Ja. Na, warte mal kurz. Ja. Ich glaube, da war was, oder? Ja, vielleicht nur ein Hase? Ja, irgendwie. Entweder war es ein Schatten. Einfach nur so. Ja, passt schon. Weiter. Ah, warte ich. I'm thirsty. Was ist das denn? Kopfschmerzen? Ne, durstig. Ne? Ja. Ja. Warte mal, ich muss nur kurz was trinken. Ja, hat wer eine Soda-Dose für mich? Ja. Die leere Muni kann ich eh wegschmeißen, ne? Die braucht eh kein Mensch mehr, oder? Was für eine? Leere Munition. Achso, ja, ja. Also wenn der 0 von 30 und 0 von 20 steht, also das wegschmeißen, oder? Das ist ein Grafikbug. Also nee, also ich würde immer zwei Magazine dabei haben, und dann die Munitionsbox, und in die Munitionsbox wirfst du die Kugeln rein. Und dann kannst du die Kugeln die ganze Zeit in die Magazine laden. Okay. Dann brauchst du nicht 10 Magazine mitschleppen, sondern einen Munitionskoffer, der 6 Slots verbraucht, und den Rest tust du dann, rumtragen und einfach nur bei Bedarf schnell einladen. Hm. Weil, wann brauchst du mal so viel Schuss? Naja, wenn so Aktionen sind wie gerade eben. Nee, natürlich, aber ich meine, also 60 Schuss. Ich höre gerade einen Zombie. War das nur bei mir? Ist ein Zombie bei dir oder war es ein Gegner? Ich höre ihn auch, aber sehen tue ich niemanden. Das war ziemlich laut, also. Ja. Ich war gerade am Trinken, auf einmal ist auch ein Zombie. Wie jeder von uns die dreht. Ja. Wollen wir weg. Okay. Ja gut, Munitionsbox hattest du jetzt bis jetzt gehabt, obwohl hier probiert ja auch eine. Ja. Genau. Mhm. Ja. Und wenn man, also auch wenn du ruinierte Magazine findest, kannst du die mit Rechtsklick empty und dann ziehst die Munition, also die Munition ist ja weiterhin gut, ja, nur das Magazin ist kaputt. Mhm. Dann kannst du Kugeln mitnehmen und nachher halt wieder in ein leeres Magazin oder gerade leer geschossenes Magazin reinladen. Ja. Ich muss sagen, ich wundere mich jetzt ein bisschen, dass das echt so flüssig läuft. Auch mit dem Fraps jetzt hier, wie ich es ja aufnehme. Mhm. Also gut, wir waren jetzt noch nicht so in der City drin gewesen, da sieht es ja immer ein bisschen anders aus, aber so klappt es echt wunderbar. Die ist die Spiel, also die Disc, wo das Spiel drauf liegt, dieselbe wie wo du Fraps hinlegst? Nein. Das ja, sind zwei verschiedene Platten. Ja. Ja, das auch schon mal bei weniger. Anderen Spielen halt hat es auch nicht so geklappt, deshalb habe ich es halt so gemacht. Ja, das passt ja. Aber es gibt ja auch die wildesten Gerüchte halt über die Grafik-Settings halt und was man da machen kann. Ich habe es aber jetzt einfach mehr oder weniger so gelassen, wie es ist und läuft ja recht gut. Ja, das stimmt. Ich habe einen Waldrand erreicht. Bin links hinter dir. Ja, wir müssen gleich da sein, kommen wir bekannt vor. Genau, also links von uns ist es da drüben. Sieht man auch schon die Hange. Ja. Wie wollt ihr reingehen? Durchs Tor da, wo wir eh letztens rausgegangen sind? Oder? Ja, doch. Okay. Dann lass ich mich am besten mal vor, dann gibt Ruby Deckung und kommst du nach. Können auch mich vorschicken als Lockvogel. Ja, als Unschuldslamm und dann kommen wir an. Wer wird denn jemanden erschießen, der im T-Shirt über das Flugfeld sprintet? Ja, wenn jemand, der genauso schlechte Erfahrungen gemacht hat wie wir und jetzt erst schießen, dann Fragen stellen Policy hat, ja. Jemand, der eine Batterie benötigt. Ja. Ich sind die vier. Gar nicht gewusst, dass hier Wasser ist. Wo? Ja. Das Tor ist aber rechts von uns, ne? Entweder suchen wir jetzt hier eine Lücke im Zaun oder wie gehen wir vorne rein?
Ja, aber sorry, das gehen wir zum Tor da oben. Ja. Okay. Warte, ich guck mal kurz das Hauptgebäude. Dann guck ich, was hier. Das reflektiert alles, also ich sehe nichts. Da oben bei dem Zaun, also noch weiter rechts, oder? Ja, zu dem Gebäude dort. Genau. Ich würde sagen, dann lasst mich mal komplett vorrennen bis zum Hauptgebäude und ihr wartet dann dort mal. Okay. Und gib mir mal Deckung. Du mit deinen Fäusten, genau. Ja. Eigentlich könnt ihr doch gemeinsam gehen, oder? Mein Team muss ja eh die Sachen einsammeln. Ja, aber es geht mir um Sicherheit, genau. Ob das nicht jemand anders gerade lootet. Warte mal. Ich wollte mir in die Gebüsche. Ich bin ja eh schwarz, deswegen. Ja, okay, ist ein Zombie, sehe ich da nur vorm Haupthaus. Mehr nicht. Okay, ich gehe mal ran. Tor ist auch noch zu. Okay, dann wollen wir mal. Gut, dann mal hier warten, Deckung geben und dann schauen wir mal.